Was ist Wechselspeicher? Wechseldatenträger sind vom Computer her alle Arten von Datenspeichern, die nicht in den Computer selbst integriert sind. Zusätzlich zur Bereitstellung einer Form der Sicherung durch Entfernen von Daten von einem zentralisierten Computersystem ist es auch viel portabler als ein ganzer Computer, so dass Benutzer Daten problemlos von einer Vielzahl von Standorten aus hin und her transportieren können. In früheren Tagen des Computers waren Lochkarten und Magnetbänder die Betriebsmethoden für Wechselspeicher. Lochkarten werden seit Jahrhunderten zum Speichern von Daten verwendet, waren jedoch besonders gut für die Datenverarbeitung geeignet, da sie sich gut zum Speichern von Daten in binärer Form eignen. Magnetband war der nächste Schritt von Lochkarten, mit dem Computerbenutzer mehr Daten auf einem schneller beschreibbaren Medium speichern konnten. Ironischerweise sind Lochkarten eine stabilere Form des Wechseldatenträgers als Magnetbänder, die leicht beschädigt werden können. Mit zunehmender Verbreitung von Computern wurden Disketten und CDs zu einer verbreiteten Form von Wechseldatenträgern. Beide hatten größere Kapazitäten als frühere Methoden, und Unternehmen hatten ständig Mühe, Festplatten mit größerer Kapazität herzustellen, da Computer immer größere Dateien erzeugten. Während früher der kompakte Speicher in Kilobyte gemessen wurde, konnten in späteren Formularen viel größere Dateien gespeichert werden, die meisten CDs können beispielsweise Daten speichern, die in Megabyte gemessen wurden. Eine andere Form des kompakten Speichers sind austauschbare Festplatten und Flashlaufwerke. Flashlaufwerke werden auch als Memory Sticks oder USB Sticks bezeichnet. Beide Arten von Wechseldatenträgern können Gigabyte an Daten speichern und über einen USB-Anschluss, Universal Serial Bus, sehr schnell beschrieben werden. Einige Hersteller stellen austauschbare Festplatten her, die an FireWire, SCSI, Small Computer System Interface oder parallele Ports angeschlossen werden können, obwohl die meisten von der USB-Technologie Gebrauch machen. Die große Auswahl an Optionen im Bereich Wechselspeicher ermöglicht es Benutzern, die für sie am besten geeignete Technologie auszuwählen. Datenträger sind sehr nützlich für die temporäre Speicherung oder das Senden von Daten an andere Speicherorte. Sie werden häufig von Grafikdesignern verwendet, um große Dateien buchstäblich per E-Mail zu versenden, anstatt zu versuchen, sehr große Dateien über eine Internetverbindung zu übertragen. Viele Unternehmen verwenden Festplatten auch für Backups, obwohl diese Praxis aufgrund der langfristigen Instabilität dieser Speichermethoden in Frage gestellt wurde. Viele Verbraucher bevorzugen austauschbare Festplatten oder Flashlaufwerke für den schnellen Datenaustausch zwischen mehreren Computern und die einfache Portabilität. Viele Flashlaufwerke passen beispielsweise auf einen Schlüsselbund.